Ja, beim Majorantenkriterium schnappt ihr euch ja einen Ausdruck von einer gegebenen Reihe und bastelt, spielt damit rum und kommt auf irgendetwas, das irgendwie Major größer ist. Und beim Minorantenkriterium Minor, Mini, vielleicht unten drunter, da geht ihr die Treppe sozusagen runter. Ich mache auch direkt ein Beispiel, damit man dann wieder das Fachchinesisch zuordnen kann. Also ihr habt eine Reihe und es sollte ja geklärt sein, wo der Unterschied zwischen Folgen und Reihen ist. Bei dieser Reihe gibt es hier eben diesen Ausdruck. Das wäre jetzt unser an. Dieses an schnappe ich mir raus. 1 durch Wurzel n mal n plus 1 soll das heißen. Und ich suche etwas, das offensichtlich kleiner ist. Also ich gehe jetzt von an aus. Das soll irgendwie größer oder gleich irgendetwas anderem sein. Und wenn ich mir aus dem entsprechend dann basteln kann, dass das verpackt entsprechend hier mit dem Summenzeichen eine Reihe ist, die divergiert, dann wäre das die Minorantenreihe. Und dann kann ich daraus schlussfolgernd sagen, dass dieses Paket divergiert. Ich muss dann entsprechend rumspielen, Pauschalrezept gibt es nicht. Das soll also irgendwie größer sein als irgendetwas. Wenn ich mir jetzt anschaue, hier unten könnte ich Folgendes machen. Größer als Wurzel aus n plus 1 schnappe ich mir dazu mal n plus 1. Warum? Wenn ich jetzt hier unten das Paket vergrößere, wird der ganze Ausdruck kleiner. Deshalb ist dieser Ausdruck dann größer als der hier. Wo liegt jetzt der Vorteil? Das muss man eben so halbwegs erkennen. Wenn ihr ein paar Übungsaufgaben gemacht habt, ist das eigentlich kein Problem oder sollte es kein Problem sein. Hier kann ich jetzt draus machen, das wiederum ist gleich 1 durch Wurzel aus n plus 1 hoch 2. Daraus kann ich die Wurzel ziehen. Das ist 1 durch Wurzel aus irgendetwas hoch 2 n plus 1. Und jetzt kann man irgendwie so ein bisschen abschätzen, das ist auf jeden Fall größer oder gleich 1 durch 2n. Kommt wieder darauf an, was ihr für bekannte Ausdrücke vorliegen habt, schon durchgenommen habt. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, 1 durch 2n. Diese Reihe divergiert und damit hätte ich durch diese Rumspielerei etwas gefunden. Das wäre dann sozusagen hier mein BN, verpackt in der Reihe entsprechend mit der Schreibweise, natürlich erst ab n gleich 1, 0 darf ich ja nicht einsetzen bis unendlich. Wenn ich dann etwas habe, dass diese Reihe divergiert, kann ich entsprechend sagen, oha, hier ist mein AN, das ist auf jeden Fall größer oder gleich diesem Paket, was in der verpackten Reihe eine divergierende Reihe ist. Das wäre dann meine Minorantenreihe und somit kann ich sagen, das komplette Paket, diese Reihe ist divergent.